Willkommen, Freunde, in unserer neuen Garage. Wir wollen euch heute einfach mal zeigen, was sich hier die letzten Wochen so getan hat. Wir haben einfach unseren eigenen Briefkasten hier mit geilem Briefkastenschild. Wir haben einfach ein NFC-Türschloss selbst gebaut. Da können wir jetzt quasi immer einfach diesen Chip dranhalten. Tür geht auf. Am Türschloss selbst ist einfach noch eine Klingel eingebaut. Hört sich richtig geil an, oder? Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie wir uns diese ganze Halle eigentlich leisten können. Ich meine, das sind jetzt hier unten 112 Quadratmeter mit zweiter Etage, wo wir jetzt unser Office eingerichtet haben, in der Nähe von Berlin. Das kostet leider ein bisschen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir richten uns einfach hier eine Art Gemeinschaftswerkstatt mit zwei Untermietern ein. Und die bezahlen natürlich ein bisschen was, das passt dann finanziell wieder ein bisschen besser. Ist natürlich trotzdem noch kritisch, aber es ist halt auch eine ziemlich coole Gelegenheit, einfach mal andere Arbeitsweisen und so kennenzulernen. Und wir können uns auch immer wieder Tools gegenseitig ausborgen. Es werden hier noch richtig viele geile Projekte folgen. Die Couch, auf der ich eben saß, die wird definitiv nochmal irgendwo rumfahren mit Benzin oder Elektromotor. Mal gucken, was es wird. Wir haben ja auch schon richtig viele krasse Sachen gebaut. Ich meine, wir haben hier unsere Werkbank, die hat einfach Rollen. Wir können sie überall hier drin rumschieben, wir haben einfach Platz und können das alles immer da bauen, wo es gerade am besten passt. Wir haben schon unseren Schweißwagen hier gebaut. Der ist auch auf Rollen. Er hat jetzt einfach drei Rollen. Das heißt, er rollt auch wirklich richtig. Und hier auf der Werkbank steht auch schon unser Trike. Das kennt ihr ja schon aus den alten Videos. Das wollen wir jetzt nochmal richtig schön machen, unsprayen. Motorhalterung wieder richtig festmachen, die ist leider kaputt gegangen. Tankhalterung wird wieder richtig schön. Und ja, ihr merkt schon, wir haben hier einfach den Platz, uns richtig austoben zu können. Hier steht unser Go-Kart, kennt ihr vielleicht auch schon aus den alten Videos. Das sind die Sitzsäcke vom Floß. Und da wird definitiv im Sommer auch noch mal was kommen. So, ich würde jetzt einfach mal hochgehen ins Office und nehme euch mit. Und wie gefällt es euch? Das hier ist unser neues Office. Wir haben ja auch wieder richtig viel geilen Platz, um uns kreativ auszutoben. Wir können hier Videos schneiden, wir können hier Website machen, wir können hier alles machen. Wir haben als erstes Projekt hier erstmal eine richtig schöne Holzwand gebaut aus unserem alten Floßholz. Und ich finde, die ist einfach richtig schön geil geworden da hinten mit der Pflanze. Ergänzt sich super. Und ja, es ist einfach richtig schön, dass wir hier quasi unsere ganzen Tools einfach an einem Ort bündeln können. Wir haben hier den 3D-Drucker, wir haben hier alle möglichen geilen Sachen und wir können es richtig austoben hier. Ja, hier werden definitiv die nächsten geilen Videos geschnitten werden und gebrainstormt. Wir haben hier richtig schön viel Platz. Wir haben hier Couches von Emil organisiert bekommen. Wir haben hier eine geile Küche, die wir in den letzten Tagen so ein bisschen provisorisch zusammengezimmert haben. Es wird definitiv auch nochmal ein bisschen schöner, aber ich meine, wir haben hier eigentlich alles, was man braucht, um zu überleben. Wir haben hier einfach eine Herdplatte, wir haben hier einen Ofen, wir haben eine Mikrowelle, wir haben einen Crepe-Maker und einfach eine Spüle. Also quasi wirklich alles, was man braucht. Und das Geilste ist, wir haben für all das quasi nichts ausgegeben. Wir haben uns ein Set mit Abflussrohren gekauft für 20 Euro und ein Ofenkabel auch für 20 Euro. Und das waren quasi unsere gesamten Ausgaben. Unser nächstes Projekt wird ein Flammenwerfer sein, den wir aus dieser alten Nerfgun zusammenbauen werden. Dafür werden wir einfach diesen Argon-Tank darauf packen, dann packen wir da eben halt kein Argon mehr rein, dann passt es auch und es ist ein Flammenwerfer. Wir werden einfach mal versuchen, euch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden zu halten, was in dieser ganzen geilen Halle hier passieren wird. Und ihr könnt euch jetzt einfach nochmal an meiner rechten Seite die Videos von uns reinziehen, die ihr noch nicht gesehen habt. Ciao. Seko.